Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom Znüne. Heute sind wir in Lech am Arlberg und bei mir begrüßt zum Znüne darf ich heute Paul Renner. Guten Abend. Hallo miteinander, guten Morgen und hoffentlich hat er einen richtig guten Appetit. Ja, Paul, Znüne ist das Motto unserer Sendung. Ganz zum Znüne sind wir nicht mehr, aber fast noch. Das glaubt bei mir oft nicht, ja, verstanden, Das aber. wäre jetzt genau die einleitende Frage. Wie schaut denn das bei dir aus? Fängt bei dir der Tag früh an? Das heißt, gibt es bei dir überhaupt schon Znüne oder schiebt sich das manchmal auch gegen Mittag? Also, es gibt effektiv keine Zeit im Tag, wo ich sage, das ist dann und dann zu machen, weil ich habe mir auch gewohnt, wenn ich Schlafstörungen habe, und Schlafstörungen habe ich nicht, weil ich irgendwie körperliche Probleme habe oder was der Teufel was, sondern weil ich einfach einen Überschuss manchmal an Schlaf habe, oder? Und dann wache ich jetzt nachts um 2 oder um 3 auf. Und statt mit einem Bett umeinander quäl, stand ich auf und kann schaffen. Das heißt, ich kann in der Zeit eigentlich in der Nacht wahnsinnig gute Matelee schaffen. Znüne ist ein anderes. Znüne habe ich immer einen Bombenhunger, also einen kolossalen Hunger, weil ich eigentlich kein Frühstücker bin. Und da schiebe ich mir dann schon Leberkässemmel und so Geschichten inne. Und wenn jetzt aber die Nacht vorher angeschwängert ist mit ein bisschen Alkohol und so weiter, das gibt's auch. Also das kommt aus der Euphorie raus. Ich arbeite sehr gerne am Abend. Und wenn ich merke, dass ein Bild gelingt oder dass mir Arbeit gelingt, dann wird die Flasche aufgemacht, oder? Und dann wird getrunken. Das fördert natürlich die Euphorie auch. Und dann liege ich um 8 noch flach. Und dann gehe ich um 9 ins Atelier, schaue mir das nochmal an. Und arbeite dann hauptsächlich am Vormittag meistens so Bürokram, Computer, E-Mails und so weiter. Also Aber das, es was man ist ganz gern macht, oder wie? Gar nicht schlecht, oder? Es bringt mich dann so wieder auf Touren, oder? Und es wird ja auch viel am Computer, weil es ist wahnsinnig viel Organisation. Ich habe so viele Ausstellungen und die Ausstellungen sind viel im Ausland und so weiter. Da muss man wahnsinnig viel organisieren, oder? Und das geht in der Zeit am besten. Und am Nachmittag bin ich dann eigentlich hauptsächlich schon wieder im Atelier. Aber wie gesagt, bei mir ist gleitende Arbeitszeit, gleitende Znüne-Partie und kann also definitiv nicht sagen, dass ich heute um 9 nicht auf bin oder dass ich vielleicht schon seit 5, 6 Stunden auf bin. Das ist verschieden. Ganz je nachdem, wie es halt gerade der Tag vorher war oder die Nacht vorher war. Ja, genau. Jetzt kennt man dich natürlich als ein Genussmensch. Das heißt, nicht zuletzt in den letzten Jahren hast du ganz viel nicht nur Kunst, also bildende Kunst gemacht, sondern aber auch viel, was mit Kochen, mit Essen, mit Genuss zum Tun hat. Du Ja. hast es gerade vorher gesagt, ein Leberkässemmel. Ja. Und du hast einen großen Hunger, aber kann es denn durchaus auch mal opulenter werden, so als Znüne? Also das könnte am Znüne könnte es eher könnte, oder am liebsten auch eine Suppen. Und nachdem ich ja als Verkocher mich alle Kulturkreise und Gastronomiekreise interessieren weltweit, also die verschiedenen Küchen, ich könnte mir zum Beispiel wahnsinnig gut vorstellen, in China oder in Japan, alleine deswegen zum Leber, dass man um 7 in der Früh schon tolle Suppen isst und dann die gefüllten Dumplings, also die Teigtaschen, die gefüllten. Bei mir daheim, also ich lebe hauptsächlich im Bregenzer Wald, im Großdorf, und ab Februar nachher ziehe ich ein Atelier und eine Wohnung in Wien. Das sind schon zwei Orte, wo ich mir eigentlich, also ich würde jetzt sagen, beim Erster im Großdorf Bratkartoffeln, das kenne ich von meiner Großmutter her, die war Wirtin, und ich bin so um 6:30 aufgestanden, weil ich bin in Dornbirn ins Gymnasium gegangen und habe um 7 den Zug nehmen müssen. Und man hat mich nicht wecken müssen, weil ich im Bett habe das gerochen, oder? Wenn die aus der Küche rufen, die Bratkartoffeln kommen mit der Zwiebel halb War das angeröstet. den Wecker? Und das mit einem Schwarzbrot, gehörig mit Butter bestrichen und Bratkartoffeln dazu. Boah, einmalig. Also, das mache ich mir auch hin und wieder. Brauchst aber Zeit, oder? Die Kartoffeln musst du die Nacht vorher natürlich abkochen, oder? Und dann schnitzt sie und dann musst du nicht Zeit lassen. Das kannst du nicht einfach Bratkartoffeln, Brot in den Grumperer, in die Pfanne hauen oder zack, bums, sind's fertig, sondern dann bin ich dann schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde kurz Butterschmalz am Herd und kocht das. Und wenn ich dann raus schaue, ich habe Nachbarn im Großdorf, das sind Bauern, also fühle ich mich ganz ident, weil die essen auch so. Die essen vielleicht schon um 5 in der Früh Bratkartoffeln und das ist so mein Frühstück wohl. Lass uns vielleicht einleiten, ganz kurz noch
die Lehrer mal so aufzogen. Das heißt also für die für unsere Zuseher, die das vielleicht nicht wissen, du bist ein gebürtiger Prägerzer. Oder? Interessant. Bludenzer. Bludenzer, okay. Ja, und aufgewachsen im Klostertal, in Talaus, bis zu meinem 8. Lebensjahr und dann ist schon Prägerzer. Okay, siehst du es dann? Lernen wir noch was Neues, lernen wir was Neues dazu. Ja. Auf alle Fälle, also mein gehöriger Vorarlberger, das ist mal auf jeden Fall, oder? Ja. Wann war denn für die in deinem Leben klar, dass du jetzt nicht unbedingt Tischler, Schlosser, Maler, Rechtsanwalt werden willst, sondern dass der Weg dich in die Kunst oder in eine andere Lebensplanung hast? Also war so, also eben durch Aufwachsen im Klostertal aus der Laus, aus dem Druck meiner Mama auszuhauen, ich müsste Skifahrer gehen, das habe ich eigentlich sehr gern da, war ein recht guter Skifahrer. Das heißt, ich war mit 10 oder 11 Jahren war ich im Schülerkader im Vorarlberger und das Skifahren war sozusagen etwas ganz Wichtiges, weil meine Mutter darauf bestanden hat, man muss Sportbetriebe. Was ihr überhaupt nicht passt hat, war, wenn man sich mit Intellektualität beschäftigt hat, Bücher gelesen hat und so weiter. Und bei mir war dann so ein Punkt, hat es geheißen, ja, wenn du Rennfahrerkarriere machen willst, dann musst du nach Stams gehen, ins Skigymnasium, wo mein Bruder war. Der Max Renner, der ein paar Jahre älter ist, der hat aber zu mir gesagt, das muss dir aber klar sein, das ist ein gefährlicher Sport da, weil er hat damals schon einen sehr schlimmen Unfall gehabt und also ohne Knochenbrüche und sowas geht es nicht ab. Und das war mir dann doch irgendwie zu riskant. Und ich habe gewusst, ich habe damals einen unheimlichen Konflikt mit meiner Mutter gehabt. Um sie zu ärgern, mache ich Kunst. Das ist wirklich mit 12 Jahren entstanden im Keller. Mhm. Haben wir schon als Prägerz gewohnt und ich habe dann angefangen, diese Materialien, die ich im Keller gefunden habe, als Gestaltungsmittel zu verwenden. Und das waren jetzt nicht nur Farben, die umeinander gestanden sind, sondern das waren auch Lebensmittel. Also man hat Enten und Hühner und so weiter gehabt und dann waren da Eier und dann haben wir gedacht, was mache ich aus den Eiern? Und dann habe ich sehr viele Einweggläser gesehen. Und das siehst du ja in meiner Kunst bis heute, oder da kommen immer so eingelegte Geschichten vor. Also unbewusstes Interesse kam da schon stark zur Kulinarik. Und eigentlich, ich glaube so mit 17 oder 18, also ich war ja relativ ein Frühstarter, ich habe einen recht guten Professor, Lehrer gehabt im Gymnasium, der Richard Bösch, ein sehr guter Künstler, der mich stark gefördert hat und im gleichen Jahr hat 1972, glaube ich, war das, hat die Ursula Krinzinger, weltberühmte Galeristin, Vorarlbergerin, bürgerlicher Name Humperler, hat in Bregenz eine Galerie eröffnet, ein Jahr lang, und das war sagenhaft. Ich war da 14, 15 Jahre alt, und da hat man, der erste Betonbursche vom Göpfisch gezeigt, war auch Arnulf Reiner, Gironkeli und so weiter, und ich war der kleine Bub in der Galerie, Plakate aushängen und so weiter. Also ich habe dieses Glück gehabt, in einem wirklichen Avantgarde-Umfeld der Kunst aufzuwachsen. Hab dann einen Konflikt gehabt im Prägerzer Gymnasium, bin dort in die Schule gegangen und sie musste Schule geschmissen und habe dieses Jahr fertig gemacht in Innsbruck. Und genau im gleichen Jahr ist die Galerie Krinzinger nach Innsbruck gezogen und in Innsbruck gab es auch noch das Ballett Thun und Taxis mit dem Peter Weiermeier und das war wirklich damals die Szene in Österreich. Also es war nicht Wien, es war nicht Linz, Graz schon auch noch durch den steirischen Herbst, aber es war Innsbruck. Und das war ein riesiges Glück für mich. Und ich bin wieder zurück und dann habe ich das Oberstufengymnasium in Dornbirn gemacht, im Schorn. Und wie ich fertig war, es war klar, es interessiert mich nur die Kunst. Aber es war damals nicht interessant für mich, auf die Kunstakademie in Wien zu gehen, weil das war noch irgendwie sowas verkrustet und veraltet. Und auch die Professoren, die mich interessiert haben, oder die Künstler, die mich interessiert haben, haben nicht unterrichtet dort. Und habe das große Glück gehabt, am 1. Dezember 1975, Krinzinger sagt zu mir, wir fahren jetzt nach Mailand und schauen unsere Aktion von Nietzsche an. Was mich kolossal interessiert hat, ein bisschen vom Werk habe ich was schon mal informiert, dann haben wir das angeschaut und es hat mir aus den Socken gehauen. Also ich habe mir gedacht, da ist irgendwas passiert mit mir, das ich nicht nachvollziehen kann. Etwas, was sich durchzieht durch mein Leben ist immer, dass mich das interessiert, was ich nicht verstand. Und das war eindeutig die Geschichte bei Nietzsche. Und ich habe den Mut gehabt, also muss ich auch vielleicht auch dazu sagen, ich bin kein vulgärer Mensch. Also ich denke, dass ich es nicht bin, weil ich manchmal vielleicht auch Sachen mache in der Kunst, die Leute schockieren, aber
Es geht mir nicht um den Skandal vordergründig. Und, aber ich habe durch daheim, durch die Erziehung bei uns daheim, habe ich eigentlich Anstand gelernt, auf das ich sehr stolz bin, und bin dann sehr anständig nach der Aktion zum Mietschein gegangen und gesagt, ich würde wahnsinnig gern für Sie arbeiten, haben Sie einen Job. Und der hat gesagt, hock dich da her, sauf ein Viertel mit mir und das finde ich leiwand, dann kommst du zu mir. Also ich war natürlich total aus den Socken, oder, weil ja. Ich habe mir gedacht, ja, er wird mich aussehen, hat sich nicht alles gehalten. Und dann war ich sozusagen 8 Jahre wirklich sein Assistent und habe sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Das hat mich unheimlich geprägt. Und wenn wir nochmal zurück zum Znünne kommen, also zum Erster, er war ein großer Gourmet, er ist ja 80, lebt ja. Nach wie vor, ist ein großer Gourmet, aber er hat eigentlich das geliebt und liebt es bis heute, wie er bei mir daheim gekocht hat, wenn die Mama gekocht hat, also das Bodenständige, die Knödelsuppen und diese Geschichten. Und habe ich durch ihn auch nochmal mehr schätzen gelernt. Habe aber das große Glück gehabt, dass meine Großmutter Gastwirtin war. Die hat eine Gasthauskette in Bölgerzer Wald in der Gemeinde Eck Großdorf am Ittensberg, wenn man zur Scheiterregion fährt, das war das Gasthaus Rössle. Und war eine sehr gute Köchin und hat bei uns in Bregenz gelebt, da war sie schon 85 Jahre alt und sie hat mir immer in der Früh die Bratkartoffeln gemacht und sie hat eigentlich auch zum Mittag, weil ich bin um 2 Uhr erst von der Schule gekommen, von Dornbirn, und die Eltern haben schon Gerste gehabt und haben gesagt, Paul, komm, ich koche dir frisch, ich weine jetzt nicht auf, und das hat mir unheimlich gefallen. Also so kam eigentlich, diese Schiene, dass mich das Essen interessiert, weil die Produkte vor dem Haus gewachsen sind und dass man die holt und so weiter. Man hat viel Obstbäume gehabt, man hat Marmelade gekocht und so weiter. Also dieser ganze Prozess, man hat Hühner gehabt, ich habe gelernt, wie man Hühner schlachtet, wie man Enten schlachtet, wie man sie rupft, wie man sie zubereitet. Das große Glück als junger Mensch, sehr junger Mensch, in das hineinwachsen, und das hat auch ein bisschen den Konflikt mit meiner Mutter, entschleunigt, oder? Weil die Kunst war für sie schlimm, weil sie gesagt haben, du bist mit der Kunst, du musst ja studieren, mach das nicht her. Ja. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich hauptberuflich. Aber dass ich das Interesse habe auch für Kulinarik und dass ich Käufer habe daheim, die mir Marmeladen koche und die Früchte lege, das hat sie wieder begeistert. Also es war für sie so, ein bisschen im Zwiespalt war es, und sie hat gesagt, ja, der tut doch gehörig, der Bauer, oder? Ja. Und für mich war es eine wahnsinnig wichtige Basis in meinem Leben, die ich dann mit der Zeit wirklich dann professionalisiert habe, aber auch in eine Idee der Kunst und nicht in, ich habe also keine Gastronomie-Schule gemacht, ich habe zwar immer wieder mit Köche gekocht und das hat mich interessiert, aber auch wiederum nur mit Spezielle, die wiederum einen Bezug zur Kunst haben. Handwerk ist auch Geschichte, klar, ist wichtig. Aber die Idee dahinter, die hat mich dann immer mehr und mehr interessiert. Also vergleichbar kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht viele, die das so kombinieren, wie du das machst, die Kunst und das Kochen, also die Kulinarik, weil das, wie du es richtig gesagt hast, und das hast du ja schon öfter gesagt, ist ja für die eines. Also das heißt, für die ist ja nicht Kunst jetzt nur unbedingt der Bildmacher oder nur Kocher, sondern das ist immer das Gesamte. Ja. Du bist da ja auch recht radikal, das heißt, das ist vom Entstehungsprozess bis es wieder dahin ist. Also du hast mal gesagt, glaube ich, das Zerstören danach oder der Zusammenbruch danach ist dir fast gleich wichtig wie der Schöpfungsprozess davor, oder? Richtig. Also zum Ersten, es gab schon in den 70er Jahren 2 Künstler. Das eine ist der Peter Kubelka, berühmter Underground-Filmmacher, der in Frankfurt an der Städelschule, an der Kunstakademie, Kochen sogar als Kunstform unterrichtet hat. Er ist für mich also ein Archäologe der Kulinarik. Also bei ihm geht es wirklich um alte Rezepte und alte Rituale, wie man das kocht und so weiter. Und dann gab es dann Spörri, ein Künstler aus dem Nouveau Realisme, aus der Kunstrichtung, aus der Op-Art, Pop-Art etc. Und kenne beide sehr gut und habe ich auch sehr viel gelernt noch bei beiden. Zumal der Kubelka im Schloss Prinzendorf beim Nietzsche eine Wohnung gehabt hat. Also immer wenn der Kubelka dort war, habe ich mit ihm mitgekocht. Aus dieser Richtung habe ich schon sehr viel gelernt. Also es gab es schon in der Kunst. Oder? Sperre hatte noch eine Lokalkette in den 60er Jahren, da war jetzt jung in Düsseldorf, aber das hat mich sehr interessiert. Ich muss sagen, bei mir ist
sind die Lebensmittel oder alles, was zur Kulinarik gehört, ist für mich auch ein Gestaltungsmittel. Mhm. Und da kann man ganz naiv sagen, wenn man sich einen Rembrandt anschaut, wo der aufgespannte Ochs in der Metzgerei hängt, oder? Dann ist dieses Bild rum so wahnsinnig gut, weil er wirklich das umbringt, wie Fleisch schmecken kann auf einem Bild, obwohl es nur in Öl gemalt ist. Mhm. Und bei mir kam dann halt irgendwie die logische Fortsetzung, und man denkt, na gut, dann muss ich kann das nicht so gut wie der Rembrandt, das ist ganz klar, aber dann muss ich vielleicht dieses Fleisch ins Bild picken und schauen, wie ich da weiterarbeite. Mhm. Also ich habe es als Gestaltungsmittel genommen. Und dann habe ich gemerkt, und das war die erste Ausstellung, das war ganz skurril, ich habe im Anfang der 80er Jahre in Großdorf, ich habe in München damals gelernt, und habe im Großdorf die alte Senderei, die hat man stillgelegt, als Atelier gemietet. Mhm. Das war zwischen zwei Gasthäusern, zwischen dem Dreikönig und dem Adler, damals beide im Betrieb, diese Wirtshäuser, war mein Atelier. Und das Atelier war ab Mitternacht unheimlich gut besucht, oder? Weil wenn der eine drüben zumacht, jetzt kann man zum Renner um, oder? Und ich habe die Witze so in der Nähe gehabt, ich kann da umgehen. Und habe gedacht, eine Serie gemalt, Bezug nehmend auf Franz Michael Felder. Mir hat dieser Typ sehr interessiert. Mhm. Muss ich ja nicht vorstellen, kennt man im Vorarlberg, wichtigste Poet des 19. Jahrhunderts sicher. Und habe eine Serie gemalt von ungefähr, glaube 15 Porträts. Mhm. Es hieß Franz Michael Felder und seine Zeitgenossen, und das waren Porträts von mit Leuten, mit denen er korrespondiert hat, wie Lassalle, oder Leute, die er sehr verehrt hat, wie Goethe. Dann natürlich die Konfliktpersonen, der Pfarrer in Schopenhauer und so weiter. Und so ist eine Serie entstanden von 15 Bildern, und ich schaue mir diese Serie an. Und dann haben wir gedacht, eigentlich sollte man diese 15 Bilder auferstehen können, oder? Also so inkorporieren. Und natürlich auch dieser Mythos, oder ich esse die Seele auf, wenn ich die isse und so weiter. Und haben wir gedacht, ja, wie realisiere ich das? Und habe damals einen sehr guten Freund, leider verstorben, das war der Hans-Peter Rüff, der war Friseur in Bregenz. Mhm. Und sein Bruder, der Peter Rüff, war ja lange der Chef von der Gastronomieschule in Lochau draußen, Schlosshofen. Und der Hans-Peter Rüff war für mich der beste Koch, den es im Land gegeben hat, neben dem Vater vom Heiner Huber. Er war Amateur, aber ein leidenschaftlich guter Koch. Und dann hat sie ihm gesagt, Hans-Peter, bitte komm mal ins Atelier. Dann habe ich ihm die 15 Bilder gezeigt. Dann habe ich gesagt, jetzt kochst du 15 Gänge. Und im Teller muss das genauso ausschauen wie auf dem Bild. Also du musst dieses Bild im Teller reinmalen, aber nicht so wie mit der Farbe, bis reinmalen, Lebensmittelfarbe, sondern du musst Speisen machen, die genau ident sind, und in der Anlage und in der Form müssen die so ausschauen. Weil ich möchte einfach das Bild aufessen, metaphorisch gesehen, oder? Und das hat er immer zuerst geschaut. Da hat er Gott sei Dank hat er gleich einen Lachanfall gekriegt, oder? Das fand ich einmal schon super. Und dann war die Geschichte, dann habe ich gesagt, jetzt habe ich noch eine Auflage. Die Hälfte dieser Speisen, dieser Gänge, müssen Produkte aus dem Bregenzer Wald sein, weil dann ist der Untertitel, was Franz Michael Felder gegessen hat. Yeah. Und die andere Hälfte heißt, da kannst du was erfinden, da kannst du auch andere Produkte nehmen. Und dann war der Untertitel, was er gerne gegessen hätte. Mhm. Und so hat man dann das Menü zusammengestellt. 100 Leute waren damals eingeladen, das war sagenhaft. Also da waren auch Leute da, wie der Christian Attersee, der Künstler, es war die Vorarlberger Society, sagen wir mal so in Anführungszeichen, die waren ja wahnsinnig wichtig für mich, weil die haben mich ja gefördert. Mhm. Oder der Jörg Zumtobel und der Kuiper Knorr Klein und so weiter. Aber bei mir durchmischt sich das immer. Das sind alles wahnsinnig wichtige Leute in meinem Leben, liebe Freunde, die meine Projekte, die mir ja gar nicht finanzieren kann, die ich selber finanzieren muss. Also ich lasse mir das nicht von der öffentlichen Kante finanzieren, ich stelle das selber auf. Die waren sehr wichtig, oder? Die waren alle da. Das hat wirklich vom 7 abends bis in der Früh um 4 gedauert. Und da hat man diese 15 Gänge aufgegessen. Und ich kann jetzt zum Beispiel einen Gang schildern. Es gab auch ein Porträt von der Nanni Felder, von Franz Michael Felder, die Frau. Und dieses Porträt habe ich habe sie auf einer schwarzen Juppe aufgemalt. Mhm. Also ihr Kopf auf diese Juppe. Und habe unten in Goldletters die Namen ihrer Kinder draufgeschrieben. Mhm.
Und das Porträt war blau-weiß-kalter. Und dann haben wir so überlegt, der Hans Werner und der Peter Röf und ich, und dann hat man eine Schokolade zerfließen lassen, und bevor sie wieder hart wird, hat man sie mit einer Spachtel zusammengeschoben, also wie ein Fächer. Das ist so, wie wenn du der Juppe ein bisschen auseinanderziehst, oder das Blässierte, das Gefaltete. Da haben wir schon mal die Form genau von der Dings gehabt, von der Juppe. Und dann in die Mitte kam das Porträt mit einem Heidelbeerschlager am Mousse inne, und die Namen waren dann wirklich mit Blattgold unten angeschrieben. Das, was dann die Nouvelle Cuisine seit 10 Jahren immer umeinander zaubert in die Teller, was mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ja. Aber es war komisch, es ist so entstanden. Ja. Oder? Und und teilweise war das natürlich sowas von neu für die Leute, so skurril. Mhm. Oder? Es gab dann auch eine Sülze aus einer Bregenzerwälder Forelle, einer Bachforelle. Und ich kann mich erinnern, das Porträt vom Goethe war so kalt in diesen Farben, eher ein bisschen wie ein Saibling, es hat so rosa Punkte in der Kette. Und dann haben wir gedacht, nein, das macht jetzt keinen Sinn, ein Fisch in Form von einem Fisch, weil der Goethe, das Porträt hat ja nicht die Fischform gehabt, yeah. Aber es müssen die Farben sein. Und wir haben dann einen riesigen Eisklotz angefangen einzufrieren, der Hohl war in der Mitte, und da sind diese Bachforellen noch lebend drinnen rumgeschwommen. Okay. Und dann hat man diese Forellen rausgenommen, hat sie geschlachtet, hat sie zubereitet und hat sie dann auf den Tisch gebracht. Und da gab es der Kick bei mir, und man denkt, das gehört auch dazu. Mhm. Der Schlachtungsprozess. Das Ganze. Ja, um diese ganze Palette zu zeigen, oder wie das, von wo es losgeht und wo es reingeht und was passiert. Mhm. Oder? Du hast jetzt gerade was gesehen, was ich als nächsten Punkt gehabt hätte. Du finanzierst deine Kunst selber. Also der erste Vorwurf, der man immer hört aus der breiten Bevölkerung, ist immer so, ja, die Künstler. Ja, ja. Die können natürlich gut schaffen und können sich da ausspinnen, weil da gibt es öffentliche Förderungen und da gibt es Gelder und Subventionen und ich weiß nicht was alles, oder? Ja. Und dann haben sie natürlich Leichtreder. Ja. Ich habe von dir ein Interview gesehen vor ein paar Jahren, wo du das mal gesehen hast. Ja. Darum fand ich das so spannend. Du hast immer gesagt, das findest du selber furchtbar und das willst du nicht für dich. Ja. Und so wie du ganz viele Sachen sehr radikal machst, ist das auch dort so. Also du hast dann noch gesagt, also ist dir ja wurscht, ob du dann die Haus verpfändest oder was auch immer machst. Ja. Wenn du ein Projekt hast und du musst das Geld, dann stellst du es auf. Natürlich schon auch über Freunde, über Sammler. Der Michi Mann kommt gerade. Ein Schmeck, ja, bitte. Servus. Grüß dich. Bitte, okay, da. Und dann unterbrechen. Naja, weißt du, es ist so, ich habe das beim Nietzsche gelernt. Der Nietzsche hat alle seine Geschichten selber finanziert, oder? Und damit er auch natürlich den Politikern sozusagen den Stoff entzieht, dass diese sagen kann, diese Schweinereien, was der macht, oder? Mit unserem Geld, oder? Und das hat mir irrsinnig getaugt, und da habe ich sehr viel gelernt, wie man das selber finanziert, oder? Es ist wahnsinnig wichtig, dass du einen Freundeskreis aufbaust, der einen Bezug zu deiner Arbeit hat. B ist natürlich die Kunstschiene. Es gibt Arbeiten, die man auch kaufen kann bei mir, Bilder, ganz normal, oder Skulpturen. Das sind im Grunde genommen eigentlich Bausteine, um meine Projekte zu finanzieren. Sie gehören zum Gesamtwerk, absolut, oder? Und ich bin ein Maler. Dazu ist sehr wichtig, aber es geht primär, geht dieses Geld in diese Projekte rein. Und der dritte Punkt ist, würde ich jetzt zum Beispiel ein Projekt, ich war ja damals Eklader vom Kunsthaus Bregenz zum 10-jährigen Jubiläum eine Ausstellung zu machen, da war aber diese fantastische Ausstellung von Beuys drinnen, unter anderem Beuys, oder? Mhm. Und ich habe gesagt, na, ich habe eine Idee im Schädel seit vielen Jahren, ich möchte mal ein eigenes Haus entwerfen für meine Kunst. Und das war dann dieses Theatrum Anatomicum. Mhm. Und der Schneider war total begeistert, und der Schneider hat nur geschluckt und gesagt, du, wie finanzieren wir das? Und ich gesagt, da machst du jetzt überhaupt keine Gedanken, oder? Ihr müsst überhaupt nichts finanzieren. Und sie haben im Endeffekt, sie haben die Logistik gehabt, die Werbung gehabt, aber sie haben im Endeffekt den Katalog finanziert. Mhm. Das war das, was sie gemacht haben, und ich habe ungefähr 350.000 Euro aufnehmen müssen, finanzieren müssen. Und damals war es noch ganz klar, da konnte ich wirklich zur Hypobank gehen, das ist halt unmöglich, denn die Banken machen dazu, oder? Mhm. Wenn ein Künstler kommt, oder? Aber ich konnte ihnen im Deposit Kunst hinterlegen für diesen Wert, und die habe ich dann vorne zu und vorne zu verkauft und das wieder refinanziert damit.
Es ist aber bis heute noch nicht fertig für ihn. Okay, also läuft noch, oder? Ich zahle da an dieses Konto, ich zahle noch die Schulden zurück. Aber wie gesagt, auch die Bank hat mitgemacht und hat gesagt, du, das ist sowas von komplett irre, was der hochzieht. Und dann kommt jetzt aber die andere Schiene, und da kommt jetzt der Bregenzer Wälder Handwerker oder der Vorarlberger Handwerker, ist nicht nur auf den Bregenzer Wald beschränkt. Da kam der Tony Kaufmann, weil das ist eine unheimlich komplizierte Leimbinder-Konstruktion, dieses Theater. Und hat gesagt, du Paul, ich möchte das Theater bauen, weil das ist so kompliziert, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, aber ich lege mal los, oder? Es ist auch für ihn wichtig, ein Best zu machen, es ist immer noch Frontpage auf seiner Homepage und so weiter. Sie haben es dann auch nicht gebraucht, Dölfi Flatz hat die Statik gemacht, die höchst schwierig war, weil das, was ich vorgelegt habe, war eine 10 cm große Zeichnung von einem Totenkopf, wo die Leute vorne reinlaufen im Mund und die dann sozusagen sich über drei Ebenen anhocken und wo die Idee der gleichzeitigen Sinnlichkeit, also dieser Synästhesie-Effekte, so dass man isst, trinkt, sieht, Filmprojektionen hört, Konzerte, Kulinarik, alles findet gleichzeitig statt. Ja, und dann gibt es natürlich wieder eine andere Schiene der Refinanzierung, ist, dass sie Serien herstellt. Dort habe ich dann eine Serie aus sehr schönen Murano-Gläsern hergestellt, Karaffen hergestellt, Schnapsgläsern hergestellt, die man zum Teil auch wieder in Lech findet, bei Michi oder drüben im Almhof, oder? Und also diese Sachen werden nicht nur erworben, dass sie irgendwie einen Talisman haben vom Brenner oder etwas, sondern das ist, damit haben sie einen Baustein finanziert in diesem Projekt. Und das und ganz wichtig ist aber dieser Punkt, würde ich jetzt zum Beispiel die öffentliche Hand, wen auch immer, anhauen um diese 350.000 Euro, dann bin ich 10 Jahre unterwegs. Du, nach einem Jahr interessiert mich das Projekt überhaupt nicht mehr. Ich brauche das Geld jetzt und sofort, weil jetzt ist die Idee im Schädel. Also man ist viel schneller damit. Und mittlerweile, ja, jetzt muss ich mir wirklich selber loben, kann ich mir solche Projekte leisten. Ich habe in der Kunst, in der Karriere ziemlich aufwärts gegangen. Die Bilder kosten mittlerweile was und sind schon in sehr tollen und teuren Sammlungen und Museen. Also ich habe lang geschluckt, sehr lang, sicherlich 15 Jahre in meinem Lehrer und immer wieder Überzeugungsarbeit und immer wieder kommt jemand dazu und sieht da die Dagmar Raumberger, großartige Person, habe jetzt kennengelernt an dem Wochenende, an diesem super Wochenende in Lech und bin mir sicher, sie geht mit dem Michi Mannhardt zum Beispiel eben auf die Jagd nach Afrika. Und könnte mir vorstellen, dass sie ein weiterer Aficionado meiner Kunst wird und meiner Kulinarik. So soll das auch sein. Machen wir jetzt gerade den Schwenk. Super. Wenn der Michi Mannhardt da sitzt. Ja, wir sind ja da in Lech unterwegs und wir treffen uns ja da nicht ohne Grund. Weil Bonner lernen tust du ja eigentlich nicht, der Hober. Der wahnsinnige Skifahrer bist jetzt, so was ich mitgekriegt habe, in dem Fall jetzt auch nicht unbedingt. Nein. Oder? Das heißt, es hat einen anderen Grund, warum wir uns da oben treffen, nämlich der, dass gerade eine aktuelle Geschichte von dir, eine Aktion bzw. eine Ausstellung oder wie nennt man es eigentlich, ein Happening? Das ist zum ersten Mal der neue Begriff, den ich noch nie verwendet habe, das heißt Aufstellung. Eine Aufstellung, okay. Ja, weil der Michi zu mir gekommen ist vor Jahren und gesagt hat, du, ich habe ein Krokodil, mach was damit. Das hat mich dann unheimlich gefreut, weil da gibt es sehr wenige. Also da wird es dann dünn in der Gesellschaft, er so direkt auf mich zukommt. Weil ich auch so ein direkter Mensch bin, aber ich wusste nicht um die Trophäen von Michi, oder? Und der sagt, ich habe ein Krokodil, mach etwas damit. Und dann haben wir gedacht, ja, Mensch, sofort Töpf her, riesige, meine, verkochen, klar. Und ja, schau, dass auch da drinnen ist, und dann haben wir es angeschaut, ein wunderschönes, riesiges Skelett, oder? Ein Skelett. Also nichts mehr mit Kochen. Genau. Und dann habe ich kapiert, okay, geht um Trophäen, mach was damit, das heißt, beziehe sie in die Kunst ein und das hat mich unendlich begeistert. Und jetzt würde ich aber sagen, dass der Michi vielleicht einmal zu so einer, wie kommt es zu so einer Trophäe, was erzählt, weil ich bin kein Jäger, oder? Aber mich fasziniert das, oder? Also das Endprodukt, die Trophäe, es ist natürlich etwas sehr Wichtiges. Dann aber diese ganze Geschichte, oder? Dass man sich dieser Todesgefahr permanent aussetzt, oder? Dass es auch eine wichtige Funktion hat, dass man Jagd hat und so weiter, ist ja ein Teil, den der Michi total beherrscht.
Und ich, aber das ist aber nicht abgespalten. Ich nehme dann halt das Produkt. Für ihn ist das ganz logisch, wenn er in Afrika ein Krokodil schießt oder irgendeine tolle Antilope oder sowas, dann wird das verkocht und wird das mit den Einheimischen dort gegessen. Und das hat man oder Nietzsche immer beigebracht in dieser Aktion. Alles, was wir verwenden, wird verkocht und wird gegessen. Also da geht es nicht um. Also um die Verschwendung oder um das. Ja, genau. Dass man sich nur um die Trophäe und den Rest schmissen wir praktisch weg. Ja, ja, und absolut nicht. Oder? Der Respekt auch eigentlich vom Produkt. Also wir haben vorher genau. Einen Sender, wir haben eh auch Bilder. Das heißt, unsere Zuseher werden die Bilder jetzt auch noch zum Sender kriegen. Wir haben ja vorher schon mit dir dankenswerterweise mal rundum schauen können. Das ist, weil du vorher gesagt hast, dir geht es eigentlich nicht um einen Skandal. Wir haben aber im Vorgespräch geredet, dass du natürlich dir schon bewusst bist, dass er so eine Aufstellung, also sprich, wo es jetzt um Trophäen geht, lag, dass das ein sehr kontroverses Thema auch ist. Ja. Dass das schon sehr polarisiert und. Genau. Oder? Tut es auch, oder? Ich meine, das ist. Ich nehme eine Trophäe her und das sind natürlich schon Dinge, weil ich habe dauernd fragen müssen, was ist das? Also ich würde sagen, 3/4 aller Trophäen, die der Michi hat, kannte ich nicht einmal vom Namen her, weil Antilope kenne ich, aber es gibt ja irrsinnig viel Unterordnung davon. Und ich habe sie dann hergenommen und habe mir gedacht, okay, ich würde gern dieses Bild, was üblicherweise wie der Jäger die Trophäe schön angeordnet an die Wand hängt, oder, würde ich gern aufbrechen, nicht um ihm zu sagen, du häng das anders, sondern um es als Gestaltungsmittel für mich zu nehmen. Oder? So wie ich vorher gesagt habe, dass für mich die Kulinarik in der Kunst eben auch ein Gestaltungsmittel ist, wenn ich die Tomate in die Hand nehmen und Ausdruck oder sowas. Also das ist für mich dann ein Prozess der einer tieferen, sinnlicheren Erfahrung. Und ich bin dann hergegangen und habe in den ersten Raum bei Michi reingeschaut. Und das war paradiesisch, weil es dort Anordnungen gibt, die vollkommen unorthodox sind. Also das muss man sich einmal vorstellen, da gibt es mehrere Garagen und in einer Garage da durchdringt sich das Werkzeug mit den Schnapsflaschen, mit dem grün gestrichenen Porsche, also er liebt da schnelle Autos, Maschinen, er ist ja Ingenieur, er ist ja ein hochgebildeter Mensch, der sich auf wahnsinnig vielen Dingen auskennt, oder? Und im Grunde genommen sind alle seine Räume, auch die Privaträume bis hin zum Schlafzimmer, bis hin in der Küche und sowas, sind Labors, sind Experimentalfelder und allein nicht, wie es angeordnet ist, stört er. Du darfst die Sachen wegnehmen, du musst aber genau dort anlegen, die ganzen Manuskripte und so weiter. Aber es schon, also ist schon genau, was genau. Wo liegt. Oder? Ja, komplett. Es hat eben eine Struktur. Im Chaos denn eine Struktur. Genau, und das war genau der Punkt, der mich interessiert hat, dass man aus dem sogenannten Chaos, oder? Das ist ja eine Interpretationsgeschichte, ja, oder? Eine neue Ordnung trifft und das nenne ich Aufstellung, oder? Da bin ich aber nicht nach moralischen Gesichtspunkten vorgegangen, oder? Und es ist auch nicht alles von mir erfunden, überhaupt nicht in meiner Kunst. Ich klaue, wo das Zeug hängt. Ich bekenne mich dazu, ich sage auch immer, wo ich es her habe. Ja. Ich habe ein Foto gesehen, Rajasthan von Maharaja, der seine Leoparden nebeneinander so anordnet am Boden, in dem der Kopf nach vorne schaut, aber das Fell wie ein Hemd gebügelt drunter gelegt. Und diese Blöckel haben mich so interessiert, und man denkt, ah, wäre toll auf diese Felle draufschauen. Und drum haben wir vorne, ich nenne es jetzt wieder eine Etragere, also so ein Begriff aus der Kulinarik, wo die Kuchen übereinander liegen, oder? Und auf die schaust du so gerade drauf. Und denkst, oh Scheiße, oh, ich hätte vielleicht lieber den Schokolade, nein, hätte doch das oder das oder das gern. Und so schon die Schneeziege und der Bär schauen dich so an. Und jetzt ist dieses Objekt da vorne im Hotel, im Restaurant, wo die Leute tagtäglich sind, in dem Kamin und da sitzen sie sich hin und das war sowas von schön am Samstagabend bei der Eröffnung. Die Kinder hocken dort, der Michi hockt dort, die Hunde kommen und schauen sich diese Trophäen an. Und du hast das Gefühl, du schaust auf sie, du bist ein Teil von ihnen, du bist in ihnen, oder? Und jetzt fängt die Debatte an, ja, was ist das für ein Feld, kann man das, darf man das und so weiter und so fort. Das ist das Spannungsfeld der Kunst. Aber es ist eine rein nur persönliche Anordnung. Also darum nenne ich es Aufstellung der Geschichten.
Und da gab es halt nur einzig allein am Lechitzlieb, vom Michi Herzlieb an mich, die Möglichkeit, ja, kannst alles verwenden, aber es muss nachher wieder dahin. Das schafft man eigentlich gern, oder? Das ist, glaube ich, sowieso was, auch bei anderen Ausstellungen oder anderen Sachen, die du gemacht hast. Ich habe mal gehört, du hast ja auch so, ich sag's jetzt mal, illegale Restaurantgeschichten, ja. Also sprich so Sachen, wo es zum einen darum geht, und da geht es nicht darum, dass man keine Konzession hat und irgendwo ein Underground-Lokal macht, sondern tatsächlich, ich sag jetzt mal, Lebensmittel verwendet, die normal nicht verwendet werden oder nicht verwendet werden dürfen oder in der Gastronomie halt nicht Anklang finden. Die nicht, ja, genau. Oder? Und vor allem aber auch Locations, die das nicht entwickeln. Ja. Spielt das bei der Aufstellung eine Rolle? Ich meine, da war jetzt natürlich Vorgabe, dass es in einem Hotel stattfindet. Ja. Aber ist dir das jetzt entgegengekommen, die Location, wo das da ist? Oder ist das, das war vielleicht auch eine kleine Herausforderung, also deine Sache mit dem zu kombinieren? Bei mir ist jede Location, wo ich mich, auf die ich mich einlasse, ob das das Museum, die Galerie, das Hotel oder das illegale Wirtshaus in Biermann damals oder in Mannheim damals ist immer eine Herausforderung, auf diese Location hin bezogen etwas zu machen. Mhm. Es war der Caroline und der Michi von vornherein klar, dass ich nicht der Künstler bin, der mit seinen Bildern unter dem Arm da reinkommt und eine halbe Stunde zack, zack, zack ist das aufgehängt und wieder abhauen und sagen, so, jetzt machen wir noch ein Fest und das ist es. Das ist es überhaupt nicht. Ich möchte auch Feste, Eröffnungsfeste, möchte ich so gestalten, dass sie von mir gestaltet sind, dass sich das auch wieder durchdringt. Mhm. Aber noch ganz kurz zum illegalen Wirtshaus, dass es da nicht ein Missverständnis gibt. Ich habe festgestellt, ich reise sehr viel und auf all diesen Reisen nehme ich gerne auch Lebensmittel mit, überwiegend Lebensmittel, die ich nicht kenne und wo ich denke, was mache ich draus? Oder Lebensmittel, die einfach ja nicht nur exotisch sind, sondern einfach vielleicht etwas sind, was ich kenne, aber wahnsinnig gut schmecken. Wieso schmecken die so gut? Und da habe ich festgestellt, und ich muss sie immer wieder erzählen, die erste Geschichte, das war Anfang 2000, in Sizilien, ich habe einen Fischer beobachtet, der schon lange nicht mehr als Berufsfischer aufs Meer ist, aber einmal im Jahr ist er immer auf einen bestimmten Sardinenfang gegangen. Und dieser Sardinenfang hat er eingelegt unter Salz, aber in einer ganz anderen Prozedur. Das Salz kam wieder weg, und dann kam die Peperoncini innen, dann kam das wieder weg, und dann kamen die Kräuter innen und so weiter. Und schlussendlich hat er diese 10 Gläser, diese Konserven, Weihnachten der Familie geschenkt. Das war sie Weihnachtsgeschenk. Und ich durfte das einmal probieren und das war sagenhaft, das war kolossal. Dann habe ich zu ihm gesagt, ob ich nicht auch einen Kilo kaufen könnte. Hat er gesagt, nein, das mache ich nur für die Familie. Es hat dann ungefähr, ich bin dreimal hintereinander nach Sizilien an diesen Ort und ein dritter Jahr, weil ihn wieder abbettelt hat, hat er mir dann einmal ein Kilo gegeben. Hat er wirklich ein Kilo mehr gemacht. Und das war das erste Sammlungsobjekt in Form des illegalen Lebensmittels, weil das war ja nicht zertifiziert, das geht nicht in diesen Kreislauf, Lebensmittelkontrolle, Brüssel, Auflagen und so weiter und so fort. Und dann habe ich angefangen, diese Lebensmittel zu sammeln, die natürlich teilweise auch haltbar sind, aber auf eine gewisse Zeit, sprich hochinteressantes Lebensmittel, Südtirol, Uldental, Schwarzkuchel, wo man in der Kuchel die halbe Sau räuchert über ein halbes Jahr, auch mittlerweile verboten oder wegen weiß ich was allem, es gibt ja für alles einen Grund und den Grund kannst du wahrscheinlich gleichzeitig auch wieder aufheben oder Gutachten hin oder her. Auf jeden Fall, mir ging es darum, das ist einfach der beste Speck, den ich in meinem Leben hier gegessen habe. Naja, und so habe ich dann diese Lebensmittel gesammelt, habe dann in Biermont, das war, die Location war mein Atelier, ein sehr schönes Haus, da drin habe ich dann ein Restaurant gebaut und das waren eigentlich nur 3 große Tische übereinander. Jeder Tisch hat ungefähr 40 Personen gefasst und war, keine Ahnung, 4-6 Meter lang und dann war der gleiche Tisch drüber und der gleiche Tisch nochmal. Am untersten Tisch bist du gekocht und auf der nächsten Tischreihe lagen alle Lebensmittel, die illegalen. Und auf der dritten Lage oben waren die illegalen Weine und Schnäpse. Mhm. Und dann habe ich verschiedene Kochteams Europas beauftragt, sie sollen kommen und kochen, ein Menü, aber nur aus diesen Lebensmitteln. Mhm. Und wenn das aufgegessen ist, bis zum letzten, dann ist wieder zu. Das Wirtshaus. Okay. Es war insofern illegal, weil es wirklich keine Genehmigung gehabt hat, aber das habe ich wieder auch getrickst, weil der Polizeichef, der Marschall von Vignale in Vignale Monferrato war diese Geschichte, der kannte mich sehr gut und der hat gesagt,
Du, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, ich rufe die früh genug an, dann ist es wahrscheinlich eh schon gelaufen, weil ich kam selber erst dauernd, oder? Und wobei, es kam wirklich zu dieser Geschichte, weil es das österreichische Profil hat einen zweiseitigen Artikel über das braucht, sehr positiven. Das war ein Journalist, ein Slow Food Aficionado, und der hat ganz toll darüber geschrieben. Weil es gab auch berühmte österreichische Köche, Sepp Schellhorn hat zum Beispiel dort gekocht, oder? Der Gera, der Reinhard hat da gekocht. Und die haben auch gesagt, also diese Wertschätzung von diesen selbst etikettierten Lebensmitteln, und das ging auch bis zur einfachen Marmelade hin, schätzen sie so sehr. Und dieser Profilartikel hat Aufruhr gemacht, und dann hat der österreichische Botschaft, der italienische Botschaft in Wien, hat das einmal nach Rom geschickt und hat gesagt, was ist da los? Da gibt es ein illegales Wirtshaus in Piemont, wo bei uns zwei Sitten im Profil kriegt. Und dann hat man wirklich den Marschaller wieder von Rom beauftragt, was ist da los? Oder? Und der hat mich angerufen und hat gesagt, wie lange hast du noch? Und habe ich gesagt, du, wir sind fast fertig, ist jetzt so eine Woche, dann ist alles aufgehört. So, ja, ich komme dann nach Weihnachten und die Geschichte ist erledigt. Also so viel zum illegalen Wirtshaus. Das ist eine Wertschätzung dessen, was unsere Muttis und Vatis oder was man sieht, gern machen und was man Weihnachten noch gern schenkt. Es ist eine Wertschätzung, eine hohe Wertschätzung. Die jagdliche Seite ist, glaube ich, die lustigere. Ich habe mit 12 Jahren, 1954, angefangen wildern. Der klassische einsamer Bub, jagdgetrieben, von der Liebe zum Wild getrieben, Beutegier, und habe da angefangen wildern. Und niemand wusste es, auch die Familie wusste natürlich überhaupt nichts. Dann hat man das gleich abgestellt. Und dann habe ich die Jagdprüfung gemacht mit 18. Da habe ich immer noch gewildert. Dann habe ich eine Weile später die Jagdaufseherprüfung gemacht. Da habe ich immer noch gewildert. Aber, also auf der einen Seite der Aufseher, aber der... Nein, nichts. Wie ich dann vereidigt wurde als Jagdaufseher, dann war es schlagartig aus. Ah, okay, also das war dann schon so... Ab dem Eid war Ende der Wilderei, dann habe ich einmal viele Jahre später nicht wissend noch gewildert in der Serengeti auf einem Riedbock. Den habe ich geschossen mit einem tollen Schuss. Der ist das... in hohen Fluchten über das hohe Gras herauskommen, und die haben in der Luft getroffen. Perfekter Schuss. Die Schwarzen waren ganz begeistert. Und dann sage ich, jetzt müssen wir das doch fotografieren. Dann sagt einer von denen, der örtliche Wildhüter war das, der sagt, weißt du was, wir müssen jetzt noch ein Stück fahren. Und dann können wir fotografieren. Weil da darf man nicht. Dann habe ich schon gewusst, oha, wir waren da im Park, also in dem großen, in dem riesigen Reservat. Ja. Und das Jagdrevier war nördlich davon, und dann sind wir halt ein bisschen nach Norden gefahren, und dann haben wir den Riedbock fotografiert und alles wunderbar. Dort haben wir fantastisch gejagt am Grometi, vor die Komma, tolle Jagd war das. Wie ich Landesjägermeister war, 9 Jahre lang, habe ich von 1991 an 9 Jahre habe ich vertreten, man muss den Wildbestand auf einem verträglichen Niveau halten, aber man muss sich klar sein, das Wild hat auch eine Lebensberechtigung, und die Sozialstruktur darf nicht zerstört werden. Das wird im Moment massiv zerstört. Also man schießt in die Rudel hinein, das ist Todsinn. Ja. Ich wollte gerade kurz so einhaken, weil da kommt so eine Begeisterung für die Jagd um. Wir wissen, haben wir gerade vorher gesehen, dass das ein sehr kontroverses Thema ist, oder? Vielleicht, dass man für das mich nicht. Ja, aber dass man so einfach... Für die Öffentlichkeit. Genau, dass man einfach erklären. Es geht ja, natürlich geht es auch um die Trophäe und um die Jagd, und die Begeisterung hört man ja auch heraus, aber das hat natürlich auch alles einen Sinn und einen Zweck, dass das passiert. Das ist nicht, das geht ja nicht um das Schlachten und Töten per se, oder? Das ist ja nicht das, dass wir das vielleicht einfach nur kurz einbauen, weil allen wird man es nicht recht machen können, das ist ganz klar. Es gibt man muss sich selber recht machen. Ja. Man muss selber überzeugt sein, dass man es richtig macht. Die veröffentlichte Meinung, vergiss es. Die verstehen ja alle nichts davon, woher auch. Wenige interessieren sich, und die tauchen dann hinein, und da gibt es dann gute Dialoge, und die wissen dann, für was man das macht. Aber es ist die Jagd in Vorarlberg in der Bevölkerung schon noch ganz gut verankert. Ja, das. Also das Volk in aller Regel weiß schon, für was Jagd gut ist.
und weiß, dass gleichzeitig, wenn man die Jäger so halbwegs machen lässt, was sie meinen, dass richtig ist, dass das auch gleichzeitig den Wildbestand sichert. Mhm. Dass man auch noch Arelle sieht und einen Hirsch und dann Adlerkreisen sieht und dergleichen. Also wir sind die sozusagen die Anwälte des Wildes. Mhm. Das ist das Wichtige, aber dass das so nicht so gehört. Wobei wir im Moment einen brutal harten Stand haben, weil die Forstpartie in einer äußerst unfairen Weise gegen die Jagd polemisiert und am liebsten alles abmurkst, weil wir ja unbedingt so viel Holz brauchen. Dabei wächst das eh schon bei den Ohren raus. Mhm. Ist der Zuwachs seit vielen Jahren viel höher wie der Einschlag. Aber man braucht ja irgendeinen, wo man sich dran reiben kann. Und die Jäger ist gerade aktuell das wären ein dankbares Opfer. Zu meiner Zeit waren wir kein dankbares Opfer. Ich habe die Burschen am Kragen genommen und ich habe auch gewusst, was Wald ist und wie man den bewirtschaftet. Ich habe selber einen Drumwald, so 30 Hektar, und die gut gepflegt sind. Und da kann das Wild trotzdem auch leben. Tadellos. Mhm. Beides nebeneinander. Also die Symbiose ist möglich, wenn man will. Mhm. Und es ist halt einfach falsch, wenn man einseitig ist. Ja. Lassen Sie kurz über die Ausstellung oder die Aufstellung, Entschuldigung, haben Sie richtig gehört? Eben zur Aufstellung. Also wie gesagt, die Trophäen, nur dass das auch klar ist. Ja. Die Trophäen waren in meinem Leben schon ein angenehmes Beiwerk und die gefallen mir. Mhm. Ich weiß von keiner meiner Trophäen die Punktezahl, interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich was wegen der Trophäe was schießt, dann möchte ich, dass das ein altes Stück ist, das sowieso bald gestorben wäre. Und die alten Trophäen sind auch die guten Trophäen. Mhm. Gut im Sinne von einfach von der Formgebung und wie sie ausschauen. Und ob der Hirsch jetzt 210 oder 220 Punkte hat, ist mir egal. Ich habe beides, aber das hat sich dann nebenbei herausgestellt. Ja. Das war nicht das primäre Ziel. Alt hat der Hirsch sein müssen. Dann kann man ihn überlisten oder auch nicht. Das gelingt einem mehr oder weniger eh bloß in der Brunft, dann werden sie unvorsichtig. Mhm. Ja, dann tut man sie leichter. Aber und heutzutage mit den modernen Feuerwaffen kann man sehr weit schießen. Mhm. Weit und genau. Okay, das kann ich immer noch. Weit, genau und schnell. kurz entschlossen. Wackelige Knie kriegt man hinterher, wenn es knapp hergegangen ist. Aber in dem Moment klar funktioniert es. Hinstehen und schießen. Ja. Die Angst ist irgendwo verdrängt. Okay, jetzt waren die Trophäen da. Die sind da überall im Haus herum, in der Garage, im Keller, überall Trophäen. Der Paul Renner. Dann ist der Paul einmal gekommen und hat sich diesen Krust, der erste war der in der Garage, Fahrräder und Hirsch und Schaf und Zeug übereinander gestapelt, ineinander verhängt. Ja. Dann sagt er, das täte am liebsten, wie es ist, abgießen. Ja, das ist nur eine Idee, die ich schon noch verfolge, weil der Brunnen, oder? Ja. Ich habe von der Gemeinde Eck damals ein Bauungssozialzentrum, wo ich diese Wabenwand errichtet habe, übrigens auch ein Projekt, das er selber finanziert hat, aber da haben sie gesagt, das finden sie so toll, sie geben den Auftrag für einen Brunnen, oder? Und das tue ich mir wahnsinnig schwer. Weil entweder ist die Brunnengeschichte eine Sache für einen Steinmetz, so wie man es kennt, künstlerisch Projekte, Brunnenanlagen kenne ich jetzt wahnsinnig wenig wirklich gute, aber es gibt eine Brunnenanlage, die ist in Bern von der Merit Oppenheim. Mhm. Und ich habe mir das genau angeschaut, das ist etwas Fantastisches, weil da steht eine große Betonsäule mitten auf dem Platz und die kann man nicht wegtun, weil das ist die Entlüftung von der Tiefgarage drunter. Mhm. Und sie ist hergegangen und hat um diese Betonsäule eine Kupferdachrinne gezogen, die immer wieder ein bisschen unterbrochen ist, hat die bepflanzt mit Moose und anderen Pflanzen und so weiter. Und das Wasser, was über diese Dachrinne läuft und über die Moose wieder ein bisschen runterrinnen, ist sehr kalkhaltig in Bern. Und im Laufe von 10 Jahren siehst du nichts mehr von dieser Betonsäule. Das ist im Grunde genommen so wie Stalaktiten, ist das zugewachsen. Mhm. Das heißt, das ist für mich das, was ich eigentlich will. Ich will eine Kunstform schaffen, ich will etwas machen, das sich permanent verändert. Mhm. Und wo du den Veränderungsprozess auch, wenn du alle 2 Jahre oder 3 Jahre mal hingehst und das siehst, dass da was stattfindet. Mhm. Und
diese Idee, an der bin ich jetzt am Arbeiten, oder für Eck, aber dachte, okay, wenn ich das total abkupfer von der Merit Oppenheim, das will ich auch nicht, das ist eine großartige Künstlerin, ich muss jetzt irgendwie noch etwas, der Schöpfungsakt muss ein anderer sein, aber das Verändernde wäre wichtig, oder? Und wie ich zum ersten Mal bei mich in der Garage stehe und diese Durchmischung von Trophäen, schnellen Autos, Schnapsflaschen etc. 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 sehe, habe ich wirklich abgießen, Bronze gießen, bepflanzen die Bronze, kalkhaltiges Wasser drüber, sozusagen die Auslöschung ist ja auch was wahnsinnig Wichtiges. Mhm. Wir haben immer die Vorstellung, wir machen alles auf Bestand in dieser Welt. Überhaupt nicht. Toda ist nada, alles ist nichts im Schluss, oder? Aber bei mir ist es eine Glorifikation dessen auch, oder? Und so wie es in der Kulinarik oder in der Kunst, es gibt kein Bild, was Bestand hat. Die großartigsten Bilder sind Goya, die schwarze Serie von Goya in Prado in Madrid, weil er hat die Leinwände mit Asphalt, mit Bitumen sozusagen. Und diese Bilder wird man wahrscheinlich, wir könnten es vielleicht nur erleben, wenn die nicht die Wilderer in der Kunst sind, die Restauratoren, weil die sich oft was anderes vorstellen und ich immer das sehr toll finde, wenn sie eine Schokoladeskulptur von mir restaurieren müssen, weil das kann man nicht restaurieren, das ist einfach einmal aufgefressen dann von dem Hoppen. Aber, oder mit der runter. Ja, genau. Aber dass sozusagen dieser, um nochmal auf diese Idee zurückzukommen, die erste Idee, dass man etwas glorifiziert und vielleicht die Identität, in dem Fall von Michi, glorifizieren kann, in dem, was sein Wirkungsbereich ist, der natürlich meinem wahnsinnig identisch, weil meine Garage schaut ähnlich aus, sind jetzt auch schon Trophäen drin, weil er hat mir ein paar wunderbare auch geschickt, eben auch die Zähne vom Hippo, die ich dann unter Murano-Glas setzen lassen habe, aber die Fülle ist es ja bei mir und aus der Fülle sozusagen ein neues Arrangement treffen, das in der neuen Form aufzustellen und gerne auch an Plätze aufzustellen, wo irritierend ist. Und wenn ich einen Brunnen zusammenbringe, der sich von Trophäen bis was ich wohin durchmischt und wo sich permanent verändert und irgendwann einmal vielleicht komplett zugewachsen ist durch das kalkhaltige Wasser, dann wäre es meine Erfüllung. Und gehe jetzt noch einen Schritt in diese Richtung in Lech, weil wir haben noch vor, hier eine Kukania, also so einen, im Grunde genommen einen Lebensmittelturm zu bauen. Das hat in meinem Werk sehr viel schon mit meiner Kunst zu tun, mit meinen Ausstellungen zu tun. Da gibt es 10 Kukanias, habe ich bestimmt bisher in meinem Leben gebaut. Da muss ich vielleicht auch noch die Background-Geschichte erzählen. Ende 18. Jahrhundert, 1780, hat Ferdinand II., damaliger König bei der Sizilien, Neapel, Sizilien, war ein ziemlich perverser Typ. Seine Frau war eine Tochter von der Maria Theresia. Und es ein tollstes Spektakel war, möglichst viel Wildschweine zu erschießen, um sie auszuweiden. Hochinteressant. Okay, also dieser Ausweitungsprozess sozusagen, sich in den Körper zu stürzen, das hat natürlich wahnsinnig viel mit dem Dionysos-Kult zu tun. Und das habe ich natürlich auch beim Liedstach, habe ich mir schon auskannt, wieso, oder? Aber das andere ist, dass er einmal im Jahr vor dem Schloss in Neapel riesige Türme von Lebensmitteln hat herführen lassen, anordnen lassen. Und am Schluss, über Tage lang wurden diese Lebensmittel angehäuft, wurden am Schluss sogar noch lebende Tiere drauf genagelt, also das besonders grausam ist. Und dann durfte auf ein Zeichen von ihm, wenn er am Balkon gestanden ist, durfte die ausgehungerte Bevölkerung Neapels diese Türme stürmen. Und ihn hat eigentlich nur interessiert, weil die sind natürlich alle mit einem Messer darauf, dann haben sich das geholt. Und wenn ein anderer jetzt nachgekommen ist, dann haben sie den gerade auch noch runtergestochen. Also es war sozusagen also die identische Schlacht zwischen die Rudels. Und die Rudels sind ja nicht nur Tierrudel, sondern das wissen wir ja, Gott sei Dank von unserem Nobelpreisträger Konrad Lorenz, das Rudelverhalten, oder? Und das hat mich interessiert als ästhetische Form.
Und weil es auch noch genau beschrieben ist, und das ist ganz witzig, im Tagebuch von Marquis de Sade, der hat das zum ersten Mal dort gesehen. Und jetzt hat natürlich die Kukane hat an verschiedenen Orten, Michi war in Pavia, hatte ja große Ausstellung letztes Jahr, habe ich eine gebaut, sind dann immer die Lebensmittel dieses Ortes oder dieser Umgebung, dieser Kultur. Und jetzt bauen wir noch eine in Lech, also das Gerüst ist schon da. Und jetzt haben wir aber da zwei Faktoren, die mich irrsinnig interessieren, wir haben den Schnee und das Eis und die Kälte, also es wird im Winter gemacht. Und wir haben auf der anderen Seite debattiert, naja, okay, du hast so viele Abwurfstangen, Hunderte und so weiter, könnt ihr die nicht haben, da rauf und so weiter, und die zueisen, also dieser Prozess, wie ich es vorher wieder gesagt habe, beim Brunnen, die Veränderung, das Eis rinnt runter, schließt es zu, die Spitzen schauen so raus und irgendwann gegen Ostern wird es, taut sich das wieder auf. Und dann hat er gesagt, Paul, du, okay, aber das ist wahrscheinlich das Kunstwerk nicht lang da, weil die klauen da die Stangen, oder? Ja. Das habe ich natürlich überhaupt nicht. Das ist logisch, oder? Das ist ja, es wird gefladert, oder? Das sind ja irgendwelche mystische Symbole oder was auch immer, oder? Will auch ein Stück, oder? Ja, logisch, ja, genau. Und jetzt habe ich, aber das dann weiter mit dem Gregor Koller, der Mitinitiator der ganzen Geschichte ist, weiter überlegt. Und natürlich kam ich wieder zurück auf die Kulinarik. Und jetzt habe ich mir entschlossen, dass ich mir halt von der wirklich tollen, ich meine, da oben isst man ja auch sehr gut und es gibt fantastische Küchen und so weiter, dass ich mir aus diesen Küchen die sozusagen den Biomüll hole, wobei nicht Bio, dass es biologisch sein muss, sondern es gibt diese Tonnen, da steht drauf, hier Bio und hier Plastik. Also mit die holen die wieder einfrieren in Eisblocks und sozusagen mit dem einen Iglu bau. Das denke im Januar ist es so kalt, dass der dann diese Blocks auf sich hinfrieren und dann, weil alles dauert hier bis Ostern, bis Saisonschluss ist und dann hoffe ich, dass es Ostern rum doch dann schon noch so warm wird, dass man sieht, wie sich dieses vereiste, geeiste, haltbare Lebensmittel, ich koche auch aus dem Abfall, dann kann man tolle Sachen kochen, muss ich sagen, dass sich das wieder aus dem Eis löst und in sich fällt und sozusagen der Verwesungsprozess und der Humus für die nächste Generation in allem, ob das die Tiere sind, ob wir das sind oder ob das Gemüse ist, sich da etabliert. Klingt spannend. Das heißt, das wäre jetzt eben eine abschließende Frage, was steht denn als nächstes an? Jetzt haben wir es gerade gehört. Znünne in Lech am Arlberg. So schaut's aus. Okay, ihr Lieben. Es war ein spannendes Gespräch. Bisschen ein Gespräch der anderen Art, wie wir es sonst gehört haben, aber nichtsdestotrotz sehr toll. Super. Also nochmal, vielen, vielen Dank für die Zeit. Spannende Einblicke gewesen. Hat mir auch große Freude gemacht, ihr Lieber. Also, überlegt euch was zum Znünne. Super. Danke. Paul, danke dir.